Wir kennen es leider alle zu gut. Chemie ist eines der schwierigsten Fächer im Studium, aber auch in der Schule. Genau aus diesem Grund haben wir ein Buch verfasst, was dir in Chemie helfen soll. Schau in die Videobeschreibung, um endlich zu verstehen, wie man richtig kreuzt und die Klausur gut besteht. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Und ihr seht's, heute widmen wir uns dem Thema Kreuzen in Chemie. Wie geht das überhaupt? Wir haben dafür hier die erste Aufgabe der gesamten Playlist für euch mitgebracht. Es wird ein großes Projekt, in dem wir euch folgende Aussagen darstellen wollen. Wir wollen euch verschiedene Fragen darstellen und unter anderem geht es jetzt hier los mit der ersten Aufgabe. Und ihr seht's, die Frage ist die folgende. Welche der folgenden Aussagen trifft jedes Atom im Periodensystem zu? Das heißt, gefragt ist erstmal ganz grundsätzlich zu gucken, okay, welche der Aussagen, die jetzt kommen, sind denn überhaupt allgemeingültig? Das heißt, wirklich für jedes der Atome im Periodensystem gültig. Und dazu haben wir noch einen Satz, der davor steht, und zwar: Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Und jetzt seht ihr, ihr bekommt dann 5 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Wichtig ist es dann zu gucken, ihr habt ja für eine Aufgabe in der Chemie bzw. zum Kreuzen in der Chemie meistens nicht ganz so viel Zeit, deswegen solltet ihr immer strukturiert vorgehen. Deswegen solltet ihr jetzt gucken, welche der folgenden Aussagen ergibt zusammen einen Sinn. Das heißt, am besten ist es, wenn ihr euch den Satz, diesen Grundsatz, Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen, mehrmals durchlest und den dann mit den einzelnen Aussagen verknüpft. Und dann könnt ihr im Idealfall mit eurem Wissen bereits das relativ schnell ausschließen, was es sein kann und was nicht. Und dann nach dem Verfahren des Ausschlussverfahrens könnt ihr dann natürlich idealerweise die richtige Lösung ankreuzen. Also, gehen wir das Ganze mal durch. Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Stets ein oder mehrere Neutronen. Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Stets ein oder mehrere Protonen. Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Stets ein oder mehrere Elektronen. Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Ein oder mehrere Neutronen und Protonen. Und die letzte Aussage, Atome enthalten im Kern stets ein Neutron sowie Proton im Gleichgewicht. Und nun müsst ihr euch natürlich fragen, welche der folgenden Aussagen ist denn richtig? Welche kann ich mit meinem Wissen anhand des Periodensystems, nehmt euch das Periodensystem immer zu Hilfe, in den meisten Universitäten oder auch in den meisten Schulen bekommt ihr stets eine Periodensystem mitgeliefert. Also nehmt euch das zur Hälfte und wir geben euch jetzt ein bisschen Zeit, pausiert das Video und versucht, diese Frage zu beantworten. 3, 2 und 1. Und damit muss es mit der Pause auch schon reichen und wir zeigen euch jetzt, welche Antwort denn richtig ist. Und zwar ist die Antwort ein oder mehrere Protonen richtig. Das heißt, alle Antworten, die jetzt nicht angekreuzt wurden, also 1, 3, 4 und 5, sind automatisch falsch. Und da fragen wir uns natürlich jetzt, warum ist das denn so? Und warum ist das so, können wir Folgendes beantworten. Ein Atom setzt sich stets aus mindestens einem Proton und Neutron zusammen. Es gibt allerdings die Ausnahme des Wasserstoffatoms mit keinem Neutron. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Gesamtaussage an. Die Gesamtaussage ist ja, Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Richtig ist ein oder mehrere Protonen. Warum ist es also jetzt nicht richtig, ein oder mehrere Neutronen? Naja, wir haben ja jetzt schon die Antwort, beziehungsweise den Antwortsatz, mit dem wir das lösen können. Grundsätzlich ist es zwar so, dass Atome sich stets aus mindestens einem Proton und mindestens einem Neutron zusammensetzen, damit eine Neutralität vorherrscht. Es gibt allerdings die große Ausnahme des ersten Atoms im Periodensystem, was mit der Ordnungszahl 1 gekennzeichnet ist, H, nämlich das Wasserstoffatom. Und dieses besitzt keine Neutronen. Und das ist eine Sache, die ihr auswendig lernen müsst. Die könnt ihr aus dem Periodensystem so erstmal nicht schnell ableiten, sondern die müsst ihr auswendig lernen. Und daran kann man schon sehen, dass die erste Aussage definitiv falsch ist, denn wir haben ja jetzt anhand dieses Satzes klären können, dass nicht immer ein Neutron vorhanden ist. Gucken wir uns dann die zweite Aussage an.
ein oder mehrere Protonen. Und hier sehen wir ja, ein Atom setzt sich stets aus mindestens einem Proton und Neutron zusammen. Es gibt allerdings die Ausnahme des Wasserstoffatoms mit keinem Neutron. Das heißt, es gibt keine Ausnahme, wo es kein Proton gibt. Das würde ja auch keinen Sinn ergeben. Dann wäre ja praktisch keines der Elementarteilchen in einem Atom vorhanden. Der Kern wäre also instabil. Und dementsprechend, hier können wir also davon ausgehen, dass die Aussage schon mal richtig ist. Aber mach dann, ganz wichtig beim Kreuz, nicht den Fehler, aha, die Aussage stimmt ja, dann muss das alles andere ja falsch sein. Versucht immer auch noch durchzugehen, die anderen Antwortmöglichkeiten. Meistens ist es nämlich so, dass es Antwortmöglichkeiten bewusst so gewählt werden, dass eine Aussage zwar richtig sein könnte, aber die andere praktisch diese nochmal übertrümpft und dadurch dann die zu wählende Antwort ist. Und deswegen gucken wir uns jetzt auch nochmal die anderen drei an. Bei der 3 ist es nämlich so, dass ein oder mehrere Elektronen vorhanden sind. Anhand des Satzes, den wir euch da aufgeschrieben haben, kann man allerdings ableiten, dass zwar mindestens ein Proton und Neutron, außer bei der Ausnahme des Wasserstoffs, vorhanden sein muss, allerdings kein Elektron. Und da das nicht der Fall ist, ist Aussage 3 falsch. Also, diese muss auf keinen Fall angekreuzt werden. Dann gucken wir uns an, ob ein oder mehrere Neutronen und Protonen enthalten sind. Das wäre eine Aussage, die die meisten sehr wahrscheinlich jetzt fälschlicherweise angekreuzt haben. Aber auch hier können wir erklären, warum das nicht so ist. Denn es ist ja tatsächlich so, dass da immer ein Proton und ein Neutron mindestens drin ist. Außer eben bei dieser Ausnahme, die wir ja schon beschrieben haben, nämlich bei der Ausnahme des Wasserstoffatoms. Und damit ist auch Aussage 4 falsch. Und auch hier, die fünfte Aussage ist auch eine Aussage, die typischerweise hier gerne genommen wird. Denn hier ist es so, dass Neutron sowie Proton im Gleichgewicht vorliegen. Also Atome enthalten im Kern stets ein Neutron sowie Proton im Gleichgewicht. Und auch das ist ja faktisch richtig bei den meisten Atomen. Jedoch nicht bei allen Atomen. Und deswegen ganz wichtig, bei Kreuzaufgaben müsst ihr wirklich immer haargenau achten auf das, was da geschrieben steht. Und hier ist es natürlich insbesondere wichtig, dass ihr euch anguckt, was in der Frage überhaupt steht. Und in der Frage steht ja, welche der folgenden Ausnahmen trifft für jedes der Atome im Periodensystem zu. Und dementsprechend ganz wichtig herauszustellen, dass die fünfte Aussage auch falsch ist, da wir hier eben die Ausnahme des Wasserstoffatoms haben. Also, was ist so ein bisschen das Learning, was wir von dieser Aufgabe mitnehmen können? Ganz eindeutig hat sich ja gezeigt, dass es wichtig ist, dass man Ausnahmen mitlernt. Denn das ist tatsächlich eine Frage, die so in einer Klausur sowohl an der Universität als auch im Abitur abgefragt werden könnte. Und hier ist es dann natürlich wichtig, dass ihr diese Ausnahmen kennt, damit ihr diese Frage auch wahrheitsgemäß beantworten könnt. Also, ganz wichtig, dass ein Wasserstoffatom im Kern kein Neutron enthält, nur ein Proton. Und dadurch für jedes der Atome zwar gilt, dass ein oder mehrere Protonen im Kern sind, allerdings nicht mehrere Neutronen. Außerdem noch wichtig zu erwähnen, Elektronen sind ja grundsätzlich nicht im Kern enthalten, deswegen auch das könnt ihr ja in dieser Aufgabe schon mal relativ schnell ausschließen. Also das nochmal ein wichtiges Learning, dass ihr dann halt auch auf den zweiten Satz achtet. Atome enthalten im Kern stets eines der folgenden Elementarteilchen. Elektronen sind nicht im Kern, sondern schweben ja auf Bahnen auf einzelnen Orbitalen um den Kern und sind dementsprechend gar nicht für die Stabilität des Kerns verantwortlich. Dementsprechend ist es zwar immer so, dass ein oder mehrere Elektronen in einem Wasserstoffatom vorhanden sein müssen, aber jedoch nicht im Kern. Also auch das nochmal ein wichtiges Learning, warum man Aufgabe 3 bzw. Antwortmöglichkeit 3 auch ausschließen kann. Und damit hoffen wir, dass ihr diese Aufgabe verstanden habt. Falls euch jetzt darüber hinaus noch mehr interessiert, haben wir natürlich unter anderem, das ist jetzt ein bisschen Werbung für uns in eigener Sache, ein Buch geschrieben, wo wir euch optimal erklären, wie man in Chemie überkreuzt. Das heißt, da gibt es natürlich auch dann nochmal verschiedene Aufgaben mit verschiedenen Erklärungen. Einfach nochmal ein bisschen übersichtlicher aufgefasst. Das ist eigentlich für jeden geeignet. Es ist für Abiturienten genauso wie für Realschüler geeignet, aber natürlich ganz wichtig auch für die Mediziner, die in ihren ersten Semestern die naturwissenschaftlichen Grundprüfungen haben und natürlich auch für Grundprüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern selbst an der Universität. Das heißt, guckt da unbedingt in den ersten Link in der Videobeschreibung rein. Und ansonsten würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr unsere Playlist rund um dieses Thema Kreuzen in Chemie auscheckt. Da gibt es wirklich alle
Aufgabentypen, die potenziell drankommen können. Wir versuchen, diese Playlist immer weiter zu ergänzen und würden uns riesig freuen, wenn ihr unsere Arbeit mit einem Like belohnt. Gerne könnt ihr auch ein Abonnement da lassen. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn wir euch bald hier auf diesem Kanal wiedersehen. Falls ihr etwas mitteilen wollt, beziehungsweise eine Idee habt, was wir noch für Videos machen können, lasst gerne ein Like da und auch gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und